Es war ein Anblick, der stundenlang fesseln konnte. Das Getöse des Wassers, die Tausende von wandernden Fischen, die mit aller Gewalt aus den Fellen heraussprangen, die Wasoga- und Waganda-Fischer, die mit Booten herauskamen und sich auf den Felsen mit Ruten und Haken postierten, die Krokodile und Hippopotamus, die schläfrig auf dem Wasser lagen, die Fähre, die oberhalb der Fälle im Gange war, die Rinder, die zum Trinken an den Rand des Sees getrieben wurden. Dies alles, zusammen mit dem hübschen Rahmen des Landes, kleinere mit Gras gegipfelte Berge und Bäume in den Einsenkungen und Gärten an den unteren Abhängen, machten das Bild zu einem so interessanten, wie man nur zu sehen wünschen konnte. Der Fluss beginnt als Strom. Seine Ufer schon auf dem ersten Meter weit auseinandergerückt. Außer Rufweite die andere Seite. Lang der Weg über die alte Eisenbahnbrücke. Die Fahrt hinüber mit dem Motorboot eine Exkursion. Aus der Ferne scheint dies die kilometerbreite Mündung eines großen Flusses, der sich hier, unweit des Äquators, von Norden kommend, in die von Inseln umrahmte Bucht eines gewaltigen Sees ergießt. Eines Binnenmeeres aus Süßwasser. Wer näher kommt, erkennt die Täuschung. Der Fluss mündet hier nicht, er fließt heraus aus diesem See. Wo der ausgefahrene, staubig-rote Uferweg die höchste Stelle der Böschung quert, steht auf einem handgemalten Schild Source of the Nile, Quelle des Nils. Nein, so ist es nicht mehr. Der Nil verlässt den See nicht mehr als Katarakt, als Wasserfall. Die Ripon-Fälle, diese Wand aus Felsbrocken, die dem Wasser schon auf den ersten Metern den Weg verstellte, die Steine, wie sie einst die Waganda nannten, sie gibt es nicht mehr. Auch die Owen Falls sind verschwunden. Der zweite Katarakt im Lauf des Flusses ist eine Wand aus Beton geworden. Breit und behäbig fließt der Fluss auf die erste Mauer zu, die ihn staut. Kaum 10 Minuten alt wird das Nilwasser zum ersten Mal genutzt, durch Turbinen gepresst. Der Strom macht Strom. Die Krone des Owen-Damms ist Straße. Die Fähre von einst nicht mehr nötig. Nein, auch die Hippopotamus gibt es nicht mehr, die Nilpferde. Nicht hier, an dieser Stelle des Nils. Die letzten wurden vor Jahren gesehen. Sie tauchen aus dem Wasser ihres Namensgebers hier nicht mehr auf. Und die Krokodile scheinen ebenso verschwunden. Ganz am Anfang des Nils nur, da wo die Ufer des Flusses beginnen, sich in einer gedachten Linie gegenüberliegen, wo also der See endet, da sind die Wasser noch tätig und lassen ahnen, was vor dem Bau der Staumauer hier jahrtausendelang geschah. Strudel zwischen kleinen Inseln, drehen Büschel von schwimmenden Wasserhyazinthen zusammen, wirbeln sie herum, Fische springen. Auf den Bäumen sitzen die Kormorane und halten die Flügel zum Trocknen in die Sonne. Am Ufer ist von Strudeln und Strömung nicht mehr viel zu spüren. Gemächlich ziehen die kleinen, schwimmenden Inseln aus Wasserhyazinthen vorüber. Auf den Ästen, die aus dem dichten Ufergebüsch ragen, halten die Kingfischer nach Beute Ausschau. Die Eisvögel sind ja gleich in 3 Arten vertreten. Unter dem überhängenden Grün suchen schwarze Rallen nach Nahrung. Und über allem leuchten die weiße Brust und der Kopf eines Seeadlers. Des Nils Quellen aber hat keiner zu kennen vorgegeben. Weder von den Ägyptern noch den Libyern, noch den Hellenen, mit denen ich darauf zu sprechen kam, ausgenommen in Ägypten zu Sais, der Schreiber von dem heiligen Schatz der Athene.
Er sagte aber so: Es seien da zwei Berge mit spitz zulaufenden Gipfeln. Die lägen zwischen der Stadt Siene in der Thebais und Elefantine. Und diese Berge hießen der eine Kofi, der andere Mofi. Die Quellen des Nils nun seien unergründlich und strömten aus der Mitte zwischen diesen Bergen hervor. Und die eine Hälfte des Wassers laufe nach Ägypten zu und gen Norden, die andere Hälfte aber nach Äthiopien und nach Süden. Dass die Quellen aber unergründlich sind, an diese Probe, sagte er, sei Psammetichos, der König von Ägypten, gegangen. Denn er habe ein Seil geflochten, viele tausend Klafter lang, und habe es dort hinuntergelassen und sei nicht auf den Grund gekommen. So wie der Geschichtsschreiber Herodot vor fast 2500 Jahren, so rätselten noch einmal so viele Jahre vor ihm schon die ägyptischen Priester und Pharaonen über den Ursprung des Wassers, das ihnen und ihren Nachfahren das Überleben in den Wüsten des Nordens sicherte. Auch die Nubier im Süden des ägyptischen Reiches wussten nichts vom Ursprung der Wasser. Und die an seiner Quelle lebten, ahnten nicht, dass ihr Fluss tausende von Kilometern weiter nördlich bei einer Stadt ins Meer mündet, die nach Alexander dem Großen benannt ist. So groß war auch dieser nicht, dass Kunde von ihm bis hierher drang, in das Herz Afrikas. Jahrtausende währte das Rätsel. Vergessen hatten die Menschen ihr ganz altes Wissen um den Lauf des Stromes, dem sie einst nach Norden gefolgt waren. Aufrechtgehende Säugetiere, auf dem Weg, die Welt zu erobern. Damals, als es noch keine Wüste gab im Norden Afrikas, als die weiten Steppen des Südens gerade erst entstanden waren. Damals, vor 4,5 Millionen Jahren, als hier, im Herzen Afrikas, die ersten Menschen laufen lernten. Der Zweck der Expedition war nun erreicht. Ich sah, dass der alte Vater Nil ohne Zweifel in dem Victoria Nyanza entspringe und dass, wie ich vorhergesagt hatte, jener See die große Quelle des heiligen Flusses sei, welcher die Wiege des ersten Verkünders unseres Glaubens trug. Die entferntesten Gewässer oder das oberste Ende des Nils ist das südliche Ende des Sees, dicht beim 3. Grad südlicher Breite gelegen, was dem Nil in direktem Maße die überraschende Länge seines Laufes über 34 Breitengrade oder mehr als dem 1/11 des Erdumfangs gibt. Am 28. Juli 1862 war er am Ziel. Der britische Offizier John Hennings Peake sah die Theorie bestätigt, die er selbst aufgestellt hatte, als er 4 Jahre zuvor das Süßwassermeer im Herzen Afrikas entdeckte und es nach seiner Königin Victoria nannte. Damals schon hatte er behauptet, dieser See sei die Quelle des Nils. 3 Jahre lang hatte er seine Expedition bis zu dem Ort geführt, an dem der längste Fluss der Erde aus dem See herausfließt. Hier nun erklärte er den Victoriasee tatsächlich zur Quelle des Flusses und damit das jahrtausendealte Rätsel für gelöst. Dass gut 200 Kilometer entfernt südwestlich ein anderer Fluss in den See hineinfließt und dass der ausfließende Nil Hochwasser führt, wenn dieser es dem See bringt, und dass nur mit ihm der Nil zum längsten Fluss der Welt wird, dieser Zusammenhang zwischen dem Kagera in Tansania und dem Nil in Uganda war John Hennings Peake unbekannt. Und er interessierte ihn auch nicht. Ebenso wenig wie die heutigen Bewohner der Nilufer am Victoriasee, die Einwohner der Stadt Jinja. Hier am Speaks Corner, dem nach ihrem europäischen Entdecker genannten Ufer, beginnt für sie auch heute noch der Nil. Und seine Quelle ist gewaltig. Der gesamte See, der drittgrößte der Welt, fast so groß wie Bayern. Was aber bringt den Strom dazu, von hier aus den gesamten Kontinent der Länge nach zu durchqueren, um sich dann nach fast 6.500 Kilometern ausgerechnet in das Meer zu ergießen, das von seinem Ursprung am weitesten entfernt ist? Will er die letzte Lebensader sein, die Nord und Süd zusammenhält? Oder fliehen seine Wasser vor dem Elend Afrikas? Auch den heutigen Tag verbrachte ich damit, die springenden Fische an den Fellen zu beobachten. Mir war es, als fehle mir nur eine Frau und Familie, ein Garten, eine Yacht, Büchse und Angelrute, um mich hier zeitlebens glücklich zu machen,
So reizend war der Platz. Was würde das, dachte ich bei mir, für ein Platz für Missionare sein? Sie brauchten nie Hunger zu fürchten. Das Land ist so reich. Und wenn sie Ackerbau einführten, könnten sie Hunderte von Schülern haben. Ich brauche nichts mehr zu sagen. Frau, Familie und Garten. So weit zumindest hat einer John Henning Speaks Vision vom glücklichen Leben an der Quelle des Nils verwirklicht. Wie der erste Weiße, der an dieser Stelle stand, kommt auch er aus Europa. Eine Angelrute hatte auch. Das Boot dazu ist allerdings keine Yacht, sondern eines jener langen Holzboote, mit denen die Fischer hinausfahren. Eine Büchse braucht er nicht. 140 Jahre, nachdem der erste Europäer hier ankam, gibt es nicht mehr allzu viel zu jagen. Dafür wäre der Garten sicher ganz nach Speaks Geschmack. Er zeugt von täglicher Pflege. Hier geht der normale Weg der Entwicklung. Bei der Entwicklungshilfe im Land, wenn es sich aufbaut, ja, das fängt normalerweise mit einem Problem an. Ja, dann gibt es Relief und Rehabilitation, also die Nothilfe. Nach der Nothilfe gibt es die Stufe der Entwicklungs-, der Development Phase, ja, dass sich Sachen entwickelt. Ja. Und dann gibt es die oberste Stufe, das ist Business. Hans-Martin Fischer, groß, schmal, braun gebrannt, graues Haar. Unübersehbar Europäer. Unüberhörbar Schwabe. Seit 1973 ist er hier am Nilufer. Mit einer Unterbrechung. Nachdem der Diktator Idi Amin die Inder und andere Minderheiten des Landes verwies, beorderte die deutsche Bundesregierung alle Entwicklungshelfer nach Hause. Seit der einstige Rebellenführer Yoweri Museveni regiert und Uganda zum Entwicklungsmusterland Afrikas machte, ist er wieder da. Den Wiederaufbau des Landes, das er sich zur Wahlheimat gemacht hat, hat Hans-Martin Fischer im Norden begonnen. Der gelernte Elektroingenieur begann mit Straßenbau, ließ Brunnen graben, Häuser und Hütten wieder errichten, das von 8 Jahren Diktatur und Krieg entvölkerte Land wieder bewohnbar machen. Langsam kamen die Flüchtlinge zurück. Aus dem Sudan, aus Zaire, dem heutigen Kongo. Und es waren 375.000 Leute, wo wir da unser Programm zurückgeführt haben. Und wo ich gegangen bin, waren die Täler wieder voll mit Bäumen. Ja, und die Felder waren dort. Ja, und die Straße hat man fahren können. Und in Schule sind Leute gegangen und Schule haben sie gebaut. Ja. Man sieht, ja, dass man was erreicht hat. Ja. Und das ist ziemlich befriedigend. Ich glaube, die Möglichkeit hat man in Deutschland nicht zu arbeiten. Das war der erste Schritt, die Nothilfe. Es folgte der zweite, die Entwicklungszusammenarbeit. Hans-Martin Fischer baute das NVI auf, das Nile Vocational Institute. Die inzwischen größte private Berufsschule des Landes, unterstützt von der deutschen Kindernothilfe. Und dann tat er den dritten Schritt. Er kaufte unweit der Schule, deren Direktor er 11 Jahre lang war, ein großes Grundstück. Genau da, wo der Nil aus dem Viktoriasee entspringt. Und mit den besten seiner ehemaligen Schüler als Angestellten begann er zu bauen. Ein Küchentrakt, ein Restaurant, ein Swimmingpool, eine Bar. Und 10 Doppelzimmer, untergebracht in runden, redgedeckten Hütten. Das Kingfisher Resort. Weit geht der Blick von hier über die Bucht von Jinja, die frühmorgens rot leuchtet und abends, wenn sich die Sonne grußlos, ohne Dämmerung hinter den Horizont davonmacht, von hunderten kleiner Lichter bevölkert wird. Fischer in schlanken, langen Ruderbooten, die mit Licht den Tilapia anlocken wollen oder den riesigen Nilbarsch. Hier wollte er bleiben, der Entwicklungshelfer aus Deutschland, und entschloss sich also, Unternehmer zu werden und weiterzuentwickeln. Diesmal den Markt, den Tourismusmarkt. Einstweilen sind es hauptsächlich Einheimische, die das Kingfisher Resort besuchen. Manchmal ausländische Entwicklungshelfer, die für ein Wochenende Entspannung suchen. Am internationalen Tourismusmarkt nimmt Uganda fast nicht teil. Weniger als 10.000 Touristen jährlich besuchen die Nationalparks des Landes. Nur ganz wenige von ihnen kommen nach Jinja, zur Quelle des Nils, und sitzen bei Hans-Martin Fischer am Pool im Schatten und schauen über die Bucht. Frau, Familie, Garten.
Seine Frau hat Hans-Martin Fischer gleich beim ersten Aufenthalt in Uganda geheiratet. Der Garten kam zuletzt. Er hat ihn nicht ganz bis hinunter zum Nil ausbauen lassen. Ein Bananenhain ist geblieben. Und die Familien, die zwischen den Stauden ihre Hütten gebaut haben, leben weiter dort. Die Frauen und Kinder gehen weiter mit ihren Kanistern Wasser holen, unten am Anleger, wo 2, 3 Holzboote liegen. In den wilden Büschen und Bäumen am Ufer lärmt weiter eine Kolonie Webervögel. Der neue Besitzer des Ufers will Afrika nicht aussperren aus seinem Gebiet. Keine geschlossene Abteilung für Touristen. Ein paar Meter weiter den Uferhügel hinauf aber markiert sorgsam gemähtes Grün dann doch die Grenze. Hier beginnt Neuland, Entwicklungsgebiet. Nur an einer Stelle ist der gepflegte Rasen von einem seltsamen Kreis aus gestampfter roter Erde unterbrochen. In der Mitte dieses Kreises stehen nun 4 Männer. Über ihre kurzen Hosen baumelt ein Fell, an den Fesseln tragen sie Bänder mit Schellen, in der Hand Trommeln und Flöten. Um sie herum im Kreis ihre Kolleginnen und Kollegen. Es ist Sonntagnachmittag und ein paar Gäste sind aus Jinja gekommen, aus der Stadt am anderen Ufer des Nils in den Garten des Kingfisher Resort. Hans-Martin Fischers Vorarbeiter Joshua hat die Musik- und Tanztruppe zusammengestellt, die für die Gäste auftritt. Musik aus der Region, aus der sie alle zum Arbeiten hierher gekommen sind. Aus dem immer noch von Rebellentruppen heimgesuchten Distrikt Gulu, dem an das Bürgerkriegsland Sudan grenzenden Norden Ugandas. Steil sind die Abhänge hinunter zum Wasser. Und grün. Ein schmales Band Regenwald zieht sich an den Hängen entlang. Auch in der größten Trockenzeit ist die Luft hier feucht. Denn die Wasser des Nils fliegen herauf. Die Felsen der Ufer nämlich setzen sich in seinem Bett fort. Sie stauen den Fluss in Becken, werden überspült, übersprungen, glatt geschliffen. Dicht steigt auf und fliegt den Schwärmen von Silberreihern nach. Und den Kormoranen, die nach den springenden Fischen gehen. Treibholz hat sich zwischen den Felsen verfangen. In den steckengebliebenen Ästen stranden Schwimmpflanzen, eine Insel entsteht. Bis zum nächsten Hochwasser, das sie den Fels hinunterspült und am nächsten Katarakt stranden lässt. So muss es ausgesehen haben an der Quelle des Nils, bevor die Owen Falls unter der Staumauer verschwanden und die Ripon Falls im gestauten Wasser versanken. So sieht es jetzt noch aus, an den Butchakali-Fällen, gut 10 Kilometer vom Viktoriasee entfernt. Hier hat vor Jahrzehnten ein Junge mitten im tosenden Wasser gestanden. Mittendrin, auf einem dieser überspülten Felsen. Haltlos, dem Tod geweiht oder zum Leben gesandt. Niemand weiß, wie er dahin kam, niemand, wie er es schaffte, dort wieder herauszukommen. Aber er stand da. Als ich von den Geistern in die Mitte des Flusses gebracht worden war, erfuhren die Menschen in der ganzen Gegend, dass da jemand draußen auf dem Fluss war. Sie gingen und erzählten den Ältesten, da ist jemand draußen in den Butchakali-Fällen
mitten im Fluss. Und die Ältesten aus der Umgebung schickten nach den Ältesten in ganz Buganda. Sie alarmierten sie alle. Und sie kamen alle zum Fluss. Sie brachten Trommeln mit und sie spielten. Der Klang der Trommeln sollte den Hauptgeist der Fälle besänftigen, auf dass er dem Menschen dort drinnen erlauben würde, wieder ans Ufer zu kommen und sich dort niederzulassen. Da, wo die rote Staubstraße, die die Dörfer entlang des rechten Nilufers mit der Stadt Jinja verbindet, eine ihrer wenigen Kreuzungen hat, wo ein Schild zum Fluss auf die Touristenattraktion der Bujagali-Fälle hinweist, da hat er sich niedergelassen. Er nennt sich wie die Fälle, mit deren Geistern er in Kontakt ist. Bujagali. Es ist lange her, seit die Geister ihn auserwählten als ihren Wächter des Nils. Bujagali ist ein alter Mann geworden. Groß für hiesige Verhältnisse, hager, aufrecht. Sein Haar trägt er nicht wie die anderen. Es steht ihm in langen, geflochtenen Locken vom Kopf, graue Spitzen. Sein geschnitzter Stock ist nicht Stütze, er ist Zeichen der Macht. Ein geistlicher Hirte. Sein langer Umhang ist nicht landesübliche Tracht, er ist Zeichen der Würde, der Andersartigkeit. Ein Zauberer, ein Heiler. Zu ihm kommen die Menschen, wenn sie krank sind, wenn ihnen die Ärzte nicht helfen können. Oder auch trotz ärztlicher Versorgung. Doppelt hält besser. Sie kommen, obwohl Bujagali nichts kostenlos tut, wie der staatliche Gesundheitsdienst. Wenn jemand hierher kommt und um Erhörung bittet, auf die Knie fällt und die Geister um Hilfe bittet, und es wird ihm geholfen, dann wird er wiederkommen, wenn es ihm wieder gut geht, und seine Danksagung für die Geister bringen. Was er oder sie gibt, ist ein Ausdruck der Dankbarkeit. Und wenn das so geschieht, wenn die Geheilten ihre Danksagung bringen, dann sprechen die Geister. Viele sind schon gekommen, nicht nur aus Uganda, auch aus Kenia, aus Äthiopien, Afrikaner und Asiaten und Europäer, Musungus, Weiße. Was sie den Geistern der Bujagali-Fälle als Dankeschön brachten, verhalf dem Medizinmann Bujagali zu einem stattlichen Anwesen. Mit einer hohen Mauer umgeben sind Garten, Häuser und Hütten und gleich zwei Autos stehen im Hof. Nur mit der eigenen Familie scheint seine heilende Hand kein Glück zu haben. Eine der Frauen, die mit vielen Kindern und einigen jüngeren Männern den Hof bevölkern, hat ganz offensichtlich starke Schmerzen. Sie weiß kaum, wie sie sich setzen, legen, wie sie sich betten soll, ohne ihre schmerzende Brust zu belasten. Der Krebs ist ihr längst durch die Haut gewuchert, durchgebrochen. Schrunden und aufbrechende Wunden bedecken ihre linke Brust. Der alte Bujagali kümmert sich nicht um die immer wieder leise stöhnende Frau. Er spricht von den Geistern, die mit ihm sprechen, die ihn hinuntergeleiten zum Fluss und ihm die Bäume weisen, aus deren Blättern er Medizin gewinnt, und die Kräuter, die er denen gibt, die ihn um Hilfe bitten. Genau da, an diesem heiligen Ort, an dem er seine Medizin holt, soll nun ein Damm gebaut werden. Dies hier ist der Hauptsitz aller Geister des Nils. Ihr Medizinmann ist der Wächter des Nils. Die Geister lebten hier lange vor uns, lange vor unseren großen Stammvätern. Und seit alten Zeiten wählen sie sich einen aus der Gemeinschaft, um in ihm und durch ihn zu leben. Mich haben sie gewählt. Ich bin der 39. Bujagali. Und weil dieser heilige Ort, die Bujagali-Fälle, nun zugeschüttet werden soll, weichen soll einem weiteren Damm, dessen gestaute Wasser Turbinen treiben sollen, die Elektrizität produzieren, deshalb sind alle Geister des heiligen Nils in Aufruhr. Alle Geister Ugandas haben sich versammelt. Sie sind nicht einverstanden mit den Plänen, hier einen Damm zu bauen und sie von diesem Ort zu vertreiben. Wohin sollen sie gehen? Es war die Schöpfung, die ihnen diesen Ort zuwies. Sie sind erbost über die Menschen, die den Damm bauen wollen. Außerdem sind es sowieso nur die Reichen, die von diesem Dammbauprogramm profitieren. Sie bekommen den Strom. Das war schon immer so. Die Elektrizität, die am Owen-Damm gemacht wird, kommt überall hin in Uganda und wird auch ins Ausland verkauft. Aber hier in Bujagali, hier gibt es keinen Strom.
Wir hier haben nichts vom Bau dieses Damms. Der ist ein Luxusprojekt und wer kein Geld hat für diesen Luxus, bleibt ohne Versorgung und ohne Hilfe. Bujagali selbst wird es kaum so ergehen. Er hat bereits angeboten, mit den versammelten Geistern an den Bujagali-Fällen zu sprechen. Er will sie zum Umzug bewegen. Die Dammbauer sind einverstanden. Die Kosten für diesen Dienst werden sicher auch dem 39. Bujagali und seiner vielköpfigen Familie weiterhelfen. Vielleicht bis zur nächsten Nilkaskade. Bis zu den Iganga-Fällen sind es nur ein paar Kilometer. Sie werden nach dem Dammbau in Bujagali dann die erste noch verbliebene natürliche Kaskade des Nils sein. Und damit dann wohl auch der erste heilige Ort am Fluss und somit der Wohnsitz seines wichtigsten Geistes und des zugehörigen Medizinmannes. Komm rein für Möbel, Fenster, Fahrräder, steht draußen über dem Tor. Drinnen schweißen zwei junge Männer eiserne Fensterrahmen. Zwei leimen einen Stuhl zusammen, schleifen eine Tischplatte. Andere setzen Speichen in Räder ein und Tretlager in Fahrradrahmen. Sie schrauben Gepäckträger an, stecken Lenkerstangen ein und Sättel, montieren Lampen, Dynamos, Klingeln. Die Werkstatt ist umgeben von hohen Mauern. Sie bilden ein Rechteck. An der kurzen Seite, gegenüber dem lastwagenbreiten Stahltor, ein Büro, eine Toilette. An den langen Seiten überdachte offene Arbeitsplätze für Schreiner, Schlosser, Fahrradbauer und einen Müller. Zu ihm bringen die Leute aus den umliegenden Gärten ihre Hirse. Manchmal auch einen Sack Weizen. Stolz ist der Müller auf seine beiden modernen Mühlen. Er fasst in das rieselnde Mehl, reibt es zwischen den Fingern, riecht daran. Und die zweite Maschine kann es noch feiner. Wenn er die Körner vorher mehrfach durch das Sieb der Reinigungsanlage gerüttelt hat, ist das Mehl fast weiß. Und wenn er seinen Kunden noch etwas besonders Gutes tun will, dann siebt er das Mehl noch einmal mit der Hand durch. Das Sieb ist fein, die Arbeit mühsam. Danach aber findet sich nicht mehr das kleinste Steinchen, nicht mehr der kleinste Rückstand einer Spelze im Sack. So etwas kann man in ganz Jinja nicht kaufen. Nicht in dieser Qualität. Der Schweiß perlt auf der Stirn des Müllers und bildet schwarze Rinnen im weißen Staub auf seiner dunklen Haut. Er lacht. Er liebt seine Arbeit, sagt er. Fabio ist ein gutes Projekt. Fabio, das ist das First African Bicycle Information Office. Ein Projekt, das einmal vom Deutschen Entwicklungsdienst mit angestoßen wurde und von dem deutschen Verein Jugendhilfe Ostafrika unterstützt wird. Und das zu den wenigen Entwicklungsprojekten gehört, die nach der Startphase komplett von Einheimischen übernommen sind und erfolgreich weiterarbeiten. Fabio bildet aus. Schlosser, Fahrradbauer, aber auch Schreiner. Fabio importiert die Fahrräder der Marke Hero aus Indien. Sie sind schwer, sie sind robust. Und sie sind leicht zu reparieren. In Einzelteilen werden sie geliefert und hier zusammengebaut. Gerade hat Fabio den ersten internationalen afrikanischen Fahrradkongress organisiert. Den Radverkehr fördern und das Fahrrad auch den Ärmeren zugänglich machen, das ist das Ziel von Fabio. Das Fahrrad, sagt Richard Kisamadu, einer der Gründer der Organisation, ist unser wichtigstes Verkehrsmittel. Die Heroes aus Indien sind die Helden der afrikanischen Landstraße. It is really a vehicle for many communities here in Uganda. We are looking at the social infrastructure. That a number of things have not been put right. When you are in Kampala, I mean when you arrive in Entebbe. Wir sehen ja, dass in der sozialen Infrastruktur hier bei uns eine ganze Menge nicht in Ordnung ist. Wenn man nach Kampala kommt oder nach Entebbe, kann man die schönen Straßen bewundern, die dort gebaut wurden. Die aber sind nur für eine bestimmte Klasse des Volkes. Tief in den Dörfern, da ist das wirkliche afrikanische Leben. Die Straßen sind so schlecht, dass Transport auch mit den wenigen Autos, die zur Verfügung stehen, eine sehr teure Sache ist.
zu teuer für die unteren Einkommensklassen und für die, die gar nichts verdienen. Das Fahrrad ist wirklich das einzige Transportmittel, das sich die Dorfbewohner leisten können. Und selbst das ist für die meisten noch zu teuer. Sie haben nur zwei Möglichkeiten: Laufen oder Fahrradfahren. Für eine Familie auf dem Land ist ein Fahrrad schon etwas Besonderes. Das Leben auf dem Land im afrikanischen Busch hat der diplomierte Betriebswirt Kisamalu kennengelernt. Damals, als der Vater in der Armee Idi Amins diente und im Krieg verschollen war und Richards Mutter es nicht mehr schaffte, die Familie zu ernähren. Damals holten Freunde ihn und seine Geschwister aus dem 70 Kilometer entfernten Dorf in die Stadt. In das Kinderheim St. Moses nach Jinja. Auch das schon damals unterstützt aus Deutschland. Von dort kamen auch dann die zwei Sozialarbeiter, die ihren halbjährigen Auslandsaufenthalt nutzten, um im Kinderheim und der angeschlossenen Schule eine Fahrradwerkstatt aufzubauen. So by that time I happened to be one of the older boys of the home. I used to assist this gentleman in the workshop, of course learning how to repair bicycle. Zu dieser Zeit war ich schon einer der älteren Jungen in dem Kinderheim. Ich assistierte dann den beiden Gentlemen in der Werkstatt und lernte, alte Fahrräder zu reparieren und neue zusammenzubauen. Die ganze Arbeit damals konzentrierte sich noch sehr auf das Kinderheim. Die Schüler sollten eine Möglichkeit bekommen, ihre Heimatdörfer zu besuchen. Ich dachte nun an die, die ich zurückgelassen hatte im Dorf. Ich hatte es ja geschafft. Aber die ganze Jugend im Dorf, die hatte nie meine Chance. Deshalb dachten wir weiter. Wenn wir denen ein Fahrrad geben könnten, dann könnten auch sie ihre Chance nutzen und irgendwann etwas Geld verdienen. So fing das Ganze an. Die Fahrradwerkstatt in Bubogo ist ein Treffpunkt. Das halbe Dorf steht und sitzt um die aus Lehmziegeln gemauerte, halboffene Hütte. Zwei Fahrräder stehen umgedreht im roten Staub. Die Räder fehlen. In der Werkstatt flickt ein Arbeiter die Schläuche und richtet die Speichen. Der Besitzer des Workshops montiert einen Buda-Buda-Gepäckträger auf ein drittes Rad. Ein riesiger, knallroter Sitz mit weißen Trotteln. Blinkendes Kunstleder. Weiches Polster. Die robusten indischen Räder tragen auch zwei Menschen, wenn sie einen dieser verstärkten und gepolsterten Gepäckträger haben. Buda Buda. Der Begriff entstand im Grenzgebiet von Uganda und Kenia, an der Borderline. Er stand für die Schmuggler, die mit dem Fahrrad weit ab der großen Straßen hinüber und herüber wechselten. Ein einstmals einträgliches Geschäft. Heute lässt sich mit einem Buda Buda Rad ganz anders und ganz legal Geld verdienen. Buda Buda heißen die Fahrradtaxis, die überall in den Städten an eigenen Standplätzen auf Kundschaft warten. Wer so ein Rad besitzt und es nicht von einem Verleiher pachten muss, kann einen beträchtlichen Obolus zur Ernährung der Familie beisteuern. Hier in der Fahrradwerkstatt von Bubogo entsteht also gerade ein neues Unternehmen. Der stolze Besitzer des zukünftigen Fahrradtaxis hat schon mit der Taxi-Innung von Jinja verhandelt und seinen Beitrag bezahlt. Bald wird er täglich nach Jinja radeln, 30 Kilometer den Nil entlang, um dort seine Kunden zu fahren. Und abends dann 30 Kilometer zurück. Irgendwann will er auch sein Fahrrad bei Fabio abbezahlen. Denn ganz gesponsert hat ihm das Projekt sein Rad nicht. Fabio bietet die Räder billiger und auf Kredit an, nicht umsonst. Sonst wird daraus nichts, sagt Richard Kisamadu. Wir wollen Initiative fördern. Ich bin immer gelaufen zu unserem Garten hin, bis ich ab und zu die Möglichkeit hatte, ein Fahrrad zu leihen. So habe ich das Radfahren gelernt und dann versucht, möglichst jeden Tag ein bisschen zu üben. Dann habe ich von den anderen Frauen hier im Dorf gehört, dass Fabio in Jinja ein Radrennen veranstaltet. Ich bin in der Frauengruppe gestartet und ich habe gewonnen. Das Rennen und ein Fahrrad. Der Garten, wo sie Bananen, Papaya, Hirse, Mais, Maniok zieht, ist gut eine halbe Stunde Fußweg entfernt. Von dort ist Resti Tamusade gerade gekommen. Jetzt sitzt sie vor ihrem Haus mit Mann und Kindern. Sex hat sie,
5 Mädchen, einen Jungen. Und einen bescheidenen Wohlstand, den ihr das gewonnene Fahrrad gebracht hat. Ihr Haus ist gemauert und viereckig, nicht wie die meisten runden Lehmhütten im Dorf. Außerdem hat es ein Blechdach. Das muss nicht ständig ausgebessert und erneuert werden, wie die Grasdächer der traditionellen Hütten. Im gestampften Boden des Hauptraumes eingelassen, die Feuerstelle. Reichlich Holz hat sie im Hof gestapelt. Das holt sie aus den Wäldern, die es noch gibt am Fluss. Mit dem Fahrrad kommt sie weiter und findet leichter Holz als die Nachbarn ohne eigenes Vehikel. Auch die gefüllten Wasserkanister sind mit dem Fahrrad vom kilometerweit entfernten Brunnen hierher geschafft. Zuerst hat Resti Tamuzade, ganz Unternehmerin, mit dem gewonnenen Fahrrad das Geld für ein zweites verdient. Der Weg dazu ist so einfach wie mühsam. Die Leute im Dorf, sagt sie, bauen in ihren Gärten alle das Gleiche an. Wenn man das, was man nicht selbst braucht, hier verkauft, bekommt man nicht viel. Also hat sie das Fahrrad bepackt und ist damit zum Markt nach Jinja gefahren. Nachdem wir das zweite Fahrrad gebraucht gekauft hatten, haben wir unsere Landwirtschaft ausgebaut. Wir haben den Garten erweitert und Gemüse gezogen. Manchmal hatten wir so viel, dass wir beide Räder brauchten, um die Waren zum Markt nach Jinja zu bringen. Dann habe ich angefangen, dort gebrauchte Kleidung zu kaufen, die es hier auf dem Land nicht gibt. Ich habe sie hierher gebracht und verkauft. So hatten wir Geld für das Haus. Ich bin stolz auf meine Frau. Zuerst haben mich die anderen Männer im Dorf gescholten, weil ich ihr erlaubt habe, in Jinja bei Fabio an dem Rennen teilzunehmen. Aber als sie dann mit einem Fahrrad zurückkam, da war die ganze Gemeinde glücklich. Sie hat sich gut vorbereitet und sie war erfolgreich. Sie hat gewonnen. Ich bin froh, dass sie so eine hart arbeitende Frau ist und wir hier zusammenarbeiten und gut leben können. So hart arbeitet Resti, dass ihr Mann sich inzwischen noch eine zweite Frau leisten kann. Auch bei der christlichen Mehrheit in Uganda ein ganz normaler Vorgang. Zwei Frauen dürfen sein. Die erste muss allerdings zustimmen, wenn der Mann die zweite Frau heiraten will. Resti stimmte zu. Die Vorarbeit zu dieser zweiten Hochzeit ihres Mannes hat sie geleistet. Denn versorgen muss der Mann auch die zweite Frau. Sie bekommt ihre eigene Hütte, ihre eigene Wirtschaft. Das erste Haus gehört der ersten Frau. Es bleibt ihr Eigentum, auch bei einer Scheidung. Nur ein reicher Mann kann sich zwei Frauen leisten. Sein Ansehen im Dorf steigt entsprechend mit der zweiten Heirat. Zwei Frauen, zwei Häuser, ein florierendes Geschäft. Und alles, weil ihr Mann so klug war, Resti das Radfahren nicht zu verbieten, wie das andere noch immer tun. Alles, weil das Projekt Fabio mit seinen Fahrrädern auch Frauenförderung betreibt. Weil es nämlich die Frauen sind, die auf den Feldern und in den Gärten schuften, die das Wasser herbeitragen, die Familie versorgen. Die nur nie am Steuer irgendeines Vehikels sitzen und fast nie am Lenker. Straight. Der Palast oder das Entree überraschte mich außerordentlich durch seine bedeutenden Dimensionen und die Nettigkeit, in welcher es gehalten war. Der ganze Rücken und die Seiten des Berges, auf dem wir standen, war mit gigantischen Hütten bedeckt. Ringsum waren sie eingezäunt mit den hohen gelben Schilfhalmen des gewöhnlichen Uganda-Tigergrases. Innerhalb der Einfriedung waren Reihen der Hütten verbunden oder in kleinere Höfe abgeteilt, die Mauern von demselben Gras hatten. Hier wurden die meisten von Mtesas 300 oder 400 Weibern gehalten.
John Hennings Peak war der erste Weiße, der bis hierher vordrang. Was er vorfand, war ein üppiges, grünes Land und eine blühende Kultur, wie es sie sonst nirgendwo südlich der Sahara gab. Gleich drei Könige herrschten in Uganda, in miteinander in freundlichem Kontakt stehenden Reichen. Im Norden Bunyoro, in der Mitte Buganda und im Südwesten Karagwe. Kasozi Kaimpala, der Antilopenhügel. Hier ließen die Könige von Buganda noch im 19. Jahrhundert ihre Impalas weiden. Kasozi Kaimpala, Kampala, die Hauptstadt Ugandas, gewachsen über sieben Hügel. Auf einem ließ Captain Frederick Lord Lugard 1890 ein Fort erbauen und die Flagge der British East Africa Company hissen. Auf einem anderen stand und steht der Palast des Kabaka, des Königs von Buganda, den John Hennings Peak, der Entdecker der Nilquelle, im Februar 1862 als erster Europäer betrat. Einen theatralischeren Anblick habe ich nie gehabt. Der König, ein gut aussehender, hübsch gewachsener, langer, junger Mann von 25 Jahren, saß auf einer viereckigen Plattform von Königsgras mit einem roten Laken bedeckt, eingefasst mit Tigergrashalmen und war sehr gut gekleidet mit einem neuen Mbugu. Das Kopfhaar trug er kurz abgeschnitten, mit Ausnahme des Scheitels, wo es in eine hohe Leiste aufgekämmt war, die von vorn bis hinten wie ein Hahnenkamm sich erstreckt. Um den Hals hatte er einen netten Schmuck, einen großen Ring aus schön gearbeiteten kleinen Perlen, die durch ihre verschiedenen Farben hübsche Muster bildeten. Alles war leicht, nett und in seiner Art elegant. Man konnte dem Geschmack seines Anputzes nichts anhaben. Er sitzt auf dem Rasen im Hof des Nationaltheaters auf einem der sieben Hügel der Stadt Kampala und hält ein Instrument im Schoß, das schon damals hier gespielt wurde, am Hof des Kabaka. Es ist eine achtseitige Harfe, eine Enanga. Albert Sempeke ist einer der wenigen Musiker, die die Harfe der Baganda, des größten der ugandischen Völker, noch spielen. Sein Instrument ist über 100 Jahre alt. Er hat es geerbt von seinem Vater. Der spielte die Enanga noch am Hofe von König Mutesa II. Und hat sie von einem alten Harfenisten dort übernommen. Enanga been played in the palace. The Enanga player is the only person who was allowed to amuse the Kabaka's ladies. When they in their bathrooms, the Enanga player is the only person who was allowed to sit beside the Kabaka. Die Enanga wurde im Palast gespielt. Der Enanga-Spieler war der einzige Mann, der die Frauen des Kabakas in ihren Räumen unterhalten durfte. Er war der einzige Mensch, der neben dem Kabaka sitzen durfte. Wo der Kabaka auch hinging, der Enanga-Spieler hatte ihm zu folgen. Enanga, das Wort bezeichnet jemanden, der die Nachrichten überbringt. Wenn etwas geschehen war, eine Gefahr bestand, dann musste jemand das Volk davon unterrichten. Der Harfenist war dieser Herold, der die Nachricht unters Volk brachte. Aber auch Geschichten vom Hofe, wie die des unglücklichen Ganga, eines königlichen Soldaten, der sich in eine der vielen Frauen des Kabakas verliebt hatte und an einem der schweren Tore zu den Frauengemächern nach ihr Ausschau hielt. Als das Tor ins Schloss fiel, hatte der Verliebte noch seine Hand dazwischen. Danach fehlten ihm außer dem Zugang zu seiner Liebe auch noch vier Finger. Albert Sempeke hat dieses Lied bewahrt. Abanga bangi abange mulabe ngalo gye zadda yandikuze puli danze nawolereze ngalo gye zadda wulire ngalo.
munango labie najyo nchezavugaga kuzininga lozine zapange mere najyo nchezavugaga kuzininga lenene namukola ntya mukama wange Die Geschichten, die die alten Lieder erzählen, sind bisweilen blutig. Blutig auch die Geschichte ihres Instruments und der Musiker. Weil sie für ihre Frauen spielen durften, ließen die bugandischen Herrscher früherer Zeiten die Harfenisten blenden. Denn kein fremder Mann durfte die Frauen sehen. Da die Enanga-Spieler sämtlich blind waren, verbreitete sich im Volk der Glaube, das Instrument sei mit einem Fluch belegt. Niemand außerhalb des Hofes wollte Enanga spielen. Aber Musiker im Palast gab es dennoch immer genug. Bis zum Mai 1966, als Milton Obote, der erste Premierminister des vier Jahre zuvor unabhängig gewordenen Ugandas, die Verfassung außer Kraft setzte und sich zum Präsidenten ernannte. Seine Armee unter General Idi Amin vertrieb den König, zog mordend und plündernd durch das Palastviertel, brannte die Häuser nieder und zerstörte dabei auch die historischen Instrumente. Als Yoweri Museveni, der ehemalige Rebellenführer und heutige gewählte Präsident, mit seinem National Resistance Movement 20 Jahre später die Gewaltherrschaft in Uganda beendete, ließ er die Baganda erneut einen der ihren zum König krönen. Das aber machte die Enanga-Spieler nicht wieder lebendig. Albert Sempeke ist einer der Letzten der Zunft. Er kennt noch 5 Musiker, die Enanga spielen können. Und er kennt sie alle. Eine andere Harfe wird sicher überleben. Die Adungu, die Harfe der Alua aus dem Norden Ugandas. Die Harfe der Völker auch aus dem Süden des Sudan. Jimmy Adokwuns Adungu-Troupe spielt regelmäßig in den großen Hotels Kampalas. Für die, die es sich leisten können, dort essen zu gehen. Manches Lied singt er in Englisch, damit sie ihn verstehen. Heute Abend singt Jimmy Adokwun im Speak Hotel vom Kampf gegen die Armut und der Kluft zwischen Arm und Reich.
Kasozi Kaimpala, Kampala. Der Antilopenhügel ist lange schon unter der wuchernden Hauptstadt verschwunden. Besonders hier brodelt die Millionenstadt, am Matatu Park, dem zentralen Parkplatz der Matatus, der Sammeltaxis. Dicht an dicht aufgereiht stehen die Kleinbusse, die in Europa maximal 8 Menschen fassen, hier aber für 14 Fahrgäste zugelassen sind. Fahrer und Schaffner rufen die Zielorte ihrer Tour. Suchend zwängen sich die Fahrgäste durch die Reihen der Autos. Haben sie den Standplatz der Matatus gefunden, die in die gewünschte Richtung fahren, suchen sie sich das Vollste aus. Abfahrt ist erst, wenn der letzte Platz besetzt ist. Wer nicht lange warten will, muss also in ein schon gut gefülltes Matatu steigen. Hi everybody, welcome to your favorite talk show, Straight Talk Radio Show. My name is Chris Galukandi Mugalu and in today's program we'll visit... Wenn schließlich der letzte Klappsitz belegt ist und auch neben dem Fahrer mindestens 2 Fahrgäste sitzen, drängt sich der Schaffner noch dazu. Halb sitzend, halb stehend hat er seinen Platz an der Schiebetür, deren Fenster immer offen ist, weil der Kondukteur daraus rufend und winkend nach weiteren Fahrgästen Ausschau hält, sobald an irgendeinem Punkt der Tour einer ausgestiegen ist. I also have a competition with the radio to give away T-shirts, calculators, flasks, clocks and so if you want to be my winner, just stay where you are. Clock straight. On Straight Talk. Hi everybody, welcome to your favorite show, the Straight Talk Radio Show. Mukuto Street, Kampala. Die Stadt ist ausgeschlossen, ihre Geräusche hinter dicken, schaumstoffgepolsterten Studiotüren verschwunden. An einem Mischpult mit angeschlossener digitaler Audio-Workstation sitzt Chris Mugalu. Auf dem Bildschirm ziehen die in Grafik umgesetzten Töne am Cursor vorbei. Chris fährt vor und zurück, sucht sich die Schnittpunkte. Dann ein Mausklick, Cut. Das Tonstudio von Straight Talk ist professionell ausgestattet. Aufgezeichnet wird auf digitale Bänder, geschnitten im Computer. Und das, was da geschnitten wird, wird dann wieder auf Bänder kopiert und ausgeliefert, an alle großen privaten Radiostationen im Lande. Bei all denen hat die Organisation Straight Talk einmal wöchentlich Sendezeit gekauft. Für die Straight Talk Show. Ihr einziges Thema, Gesundheit. Ihr Ziel, Aufklärung über AIDS. Eindämmung von AIDS. Now, talking about sex was a taboo and you'd get into trouble. Talking about the private parts was a taboo as well. And Straight Talk started producing its copies in 93. And for about 4 years, that's still 97, we were criticized, beaten, thrown out, papers torn, things like that. Als Straight Talk 1993 begonnen hat, seine Sendungen zu machen, war Sex ein Tabu. Wer darüber sprach, bekam Schwierigkeiten. Über die Privatsphäre zu sprechen, war auch Tabu. 4 Jahre lang, bis 1997, sind wir ständig in der Kritik gewesen. Wir wurden geschlagen, rausgeworfen, unsere Papiere wurden zerrissen, wir wurden niedergeprügelt. Wir würden den Kindern schreckliche Dinge beibringen. Dann hat die Regierung die Sexualaufklärung in der Schule eingeführt und die Menschen merkten, dass es da um genau das ging, was Straight Talk lehrt. Und dann fanden die Eltern, dass ihre Kinder wohl besser vor AIDS geschützt wären, wenn sie früher mit ihnen über Sex reden, über geschützten Sex und Abstinenz. 10 Radiostationen senden jede Woche eine halbe Stunde Straight Talk. Der Name ist Programm, Klartext. Straight. Got it? Straight Talk on the air. Straight. Got it? Straight Talk on the air. Mein Name ist Chris. My name is Chris. Ich habe Sex mit meiner Partnerin und wir benutzen Kondome. I'm having sex with my partner and we use condoms. And that's quite a challenge, you know. Das ist doch eine Aufforderung an den Rest der Welt und auch an mich, wenn ich diese Leute sich bekennen höre. Die meisten Sendungen produzieren Chris Mugalu und seine Kollegen in Englisch. Obwohl dies die offizielle Landessprache ist, wird sie längst nicht von allen verstanden. Vor allem in abgelegenen Dörfern sprechen die Menschen ausschließlich ihre eigene Sprache. Im Süden am häufigsten Luganda, im Norden Luo. Seit einiger Zeit schickt Straight Talk an die Radiostationen im Norden auch Kassetten mit Sendungen in Luo. Straight Talk is a rural-based organization. In the rural area, they're craving to know and to learn. Because they've heard of all these STDs that are very, very dangerous. Straight Talk konzentriert sich auf die ländliche Region.
Auf dem Land sind sie noch neugierig und wissbegierig. Sie haben gehört, dass all diese Sexualkrankheiten sehr gefährlich sind und wollen mehr Informationen. Sie heißen uns willkommen in den Dörfern, vor allem weil wir Informationen bringen über AIDS, das die Leute tötet. Schwierig war das nur in Regionen, in denen noch immer gekämpft wurde, wie im Norden. Jetzt ist es aber auch dort besser geworden und unser Programm in Luo hat sich durchgesetzt. Durchgesetzt hat sich die Politik von Yoweri Museveni. Uganda ist das einzige Land Schwarzafrikas, das deutlich sinkende Ansteckungszahlen verzeichnet. Das einzige, das AIDS in den Griff zu bekommen scheint. Ganz anders als andere afrikanische Führerfiguren hat sich der ugandische Präsident sehr bald nach der ersten AIDS-Epidemie eindeutig geäußert und politisch gegengesteuert. Er ließ die Plakatwände mit Kondomwerbung zukleistern und den nationalen Rundfunk AIDS-Spots entwickeln. Er ließ ein nationales AIDS-Komitee gründen, das sämtliche Aktivitäten der inzwischen in die Hunderte zählenden nichtstaatlichen Gesundheitsorganisationen im Land unterstützt. Und er sorgte für den Geldfluss aus dem Ausland. Straight Talk zum Beispiel bekommt das Geld, das es für die Produktion einer Zeitung und der Radioprogramme braucht und für die bei den Privatsendern gekaufte Sendezeit, von zahlreichen Hilfsorganisationen. USAID ist dabei und das britische Entwicklungsministerium, die UNICEF und die EU. Mm-hmm.